Dass Limbacher Frohnas Schüler das Rathaus besuchen, das ist eine normale Angelegenheit. Etwas seltener ist der Besuch, der am 17. September begrüßt wurde. Wir dürfen heute eine Delegation aus unserer Partnerschaft Slin begrüßen, und zwar Austauschschülerinnen und Schüler, die mit zwei Lehrerinnen hier in die Gerhard-Hauptmann-Oberschule bzw. in die Gastfamilien gekommen sind. In LU kamen sie am 14. September an. Bleiben jetzt bis Freitagvormittag, und die Lehrerinnen und Lehrer in der Gerhard-Hauptmann-Schule haben dankenswerterweise ein sehr interessantes Programm für die ganze Woche zusammengestellt. Und heute sind sie halt mal im Rathaus. Ich freue mich natürlich tierisch, dass ich mal unser altes Rittergut und gerade unsere weltberühmte Stadtkirche bzw. das weltberühmte Dach der Stadtkirche mal zeigen kann. Wer sich erinnern kann, 2009 landete ein Auto im Kirchendach. Kaum zu glauben, aber der Fahrer überlebte den Flug. Langweilig wurde den Schülern aus Linn bei ihrem Besuch sicher nicht. Ja, es war ein sehr spannendes Programm, was die Gerhard-Hauptmann-Oberschule zusammengestellt hat. Leider ist es natürlich gestern schon mal schiefgegangen. Aufgrund der Hochwassersituation und der Wetterbedingungen musste die Kanufahrt in der Zwickauer Mulde ausfallen. Alternative war das Jumphaus in Chemnitz. Trampolinspringen hat den Kindern auch sehr viel Spaß gemacht. Shopping im Chemnitz Center, heute Rathaus, früh waren sie in der Schule, haben ein bisschen den Unterricht miterlebt. Jetzt noch ins Kino, morgen ist dann den ganzen Tag Action im Feriendorf am Hohen Hain. Und am Donnerstag ist natürlich dann noch eine große Abschlussparty in der Gerhard-Hauptmann-Oberschule, wo es dann am Freitag schon wieder zurück nach Tschechien geht. Dort werden sie viel zu berichten haben, auch von ihrem Besuch im Rathaus, das ehemalige Rittergut Limbach. Ein denkmalgeschütztes Gebäude mit vielen Details von anno dazumal und auch Geschichten, so die von Kamai, der, so berichtet man, nach einem Diebstahl in einem Gasthaus am Markt in der Frohnfeste einsitzen musste. Kamai dürfte den Gästen aus Slin nicht unbekannt sein, denn auch in Tschechien hat der Abenteuerschriftsteller seine Fans. Aber das ist eine andere Geschichte. Die gemeinsame von Limbacher Frohna und Slin. Ja, die gibt es schon relativ lange, diese Städtepartnerschaft. Und was Wichtigste ist, dass die nicht nur eben auf dem Papier existiert, sondern dass sie eben durch Menschen erlebbar und greifbar gemacht wird. Und was bietet sich da besser an, als dass man eine Schülergruppe dann eben einmal ums andere Jahr eben nach Slin bzw. nach Limbacher Frohna schickt. Euch wünsche ich noch ein paar schöne Stunden heute, ein paar schöne Tage bis Freitag. Und am Freitag dann leider Gottes wieder eine mehrstündige Zugfahrt nach Hause. Möge sie nicht ganz so langweilig werden. Nice to meet you and have a nice day. Tschüssi, euer Gerd Herdisch.